So, Cocktail-Applikationen haben wir in letzter Zeit ja schon etwas häufiger vorgestellt. Heute wollen wir uns mal Cocktail Flow anschauen. Das ist eine kostenlose Anwendung, die können wir hier mal starten. Die ist kostenlos, finanziert sich nebenbei aber auch noch über In-App-Käufe. Die können getätigt werden, müssen aber nicht. Da ist schon eine ordentliche Grundausstattung mit bei. Die In-App-Käufe, wenn ich mich hier mal ein bisschen hektisch durchscrolle, die unterscheiden sich, sieht man hier, es gibt kostenlose und es gibt kostenpflichtige. Die kostenpflichtigen, da sind dann auch noch so Layouts mit dabei für die App, damit die ein bisschen anders aussieht. Gucken wir uns hier mal einen an. Shooters, da sind dann halt ganz viele kleine Shots noch mit drin, die man sich mischen kann. Den wollen wir erstmal nicht laden. Der Store hier lässt sich nach freien Zusatzpaketen und kostenpflichtigen durchsuchen. Die kostenpflichtigen kosten alle 79 Cent. Ja, so viel mal zum Geschäftsmodell. Zurück zur Startseite hier unten. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die eigenen Favoriten zu durchsuchen. Da haben wir noch keine abgespeichert. Nach Kategorien zu gehen, das gucken wir uns gleich an und auch direkt zu suchen. Das heißt, wenn ich hier jetzt Sex on the Beach suche, meinetwegen, dann habe ich ihn hier gleich und kann mir den anzeigen lassen. Jetzt sind wir ja schon mal drin in der Cocktailansicht. Hier unten sehen wir, was rein muss. Die Angaben hier sind alle auf Englisch, lassen sich leider auch nicht durchstellen, noch nicht. In der Preparation können wir sehen, wie das gemischt werden muss, ob wir shaken müssen oder noch ein Strohhalm rein sollte, etc. Und können uns auch noch ähnliche Cocktails anzeigen lassen. Also welche, die meinetwegen mit zwei der drei Zutaten gemischt werden, die wir auch gerade in dem anderen gesehen haben. Hier oben mit dem Herzklick, da kann ich mir den Sex on the Beach als Favorit markieren. Springen hier mal wieder zurück. Wo waren wir gerade drinne? Genau, hier haben wir jetzt den in den Favoriten mit drinne, Kategorie. Da hatten wir gerade angefangen. Und hier in den Kategorien gibt es jetzt die Möglichkeit, das einmal nach Base Drink zu durchsuchen, also zu sagen, ich hätte jetzt gerne einen Cocktail, der mit meinetwegen Gin gemischt wird. Und dann zeigt er mir hier alle an, die er mit Gin zur Auswahl hat. Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier nach Typ zu suchen, wo man dann sagen kann, oh, ich hätte gerne was Fruchtiges oder meinetwegen was Klassisches. Und hier unten auch noch nach Farbe. Barstock ist ein ganz nettes Feature. Da kann man dann sagen, was habe ich in meiner Bar drin? Also wir haben Gin auf jeden Fall zu Hause, einen Scotch, Bourbon etc. und kann sich das durchklicken. Kriegt dann angezeigt, wie viele Cocktails man damit mischen kann. Hier wähle ich mal den noch aus. Hat dann auch noch Liköre und zusätzliche Zutaten. So. Und was ganz nett ist, hier unten kriegt man dann noch angezeigt, was man sich noch dazu shoppen sollte, um noch mehr Cocktails herstellen zu können. Also wir haben jetzt die Bar so ein bisschen angelegt, wir wissen, da ist Gin drin, 1, 2, 3 Liköre. Und hier sagt er jetzt, hey, wenn du noch 40 € ausgibst und dir noch einen Tequila holst und noch einen Bananenlikör, dann kannst du ja unten auch noch die ganzen Cocktails mischen, die wir dir hier vorschlagen. Genau, der Barstock, so. Store, hier gibt es noch einen Guide, da kann man ein bisschen lesen dazu. Da empfehlen wir dann aber wirklich diese Cocktails Number 8-Applikation, die wir schon mal vorgestellt haben, weil da quasi alles drin steht, was man drüber wissen muss. Hier ist es ganz nett, also es ist einfach vom Layout ganz nett gemacht, dass man noch ein paar Zusatzinfos hat, sich das irgendwie durchlesen kann. Und hier bei Moa lässt sich halt noch die Währung umstellen. Also es ist eine schöne Applikation, schönes Layout, aufwendig gestaltet und die wollten wir einfach mal vorgestellt haben. Wirklich nett. Cocktail.